Servus zusammen und herzlich willkommen bei Monas Bastelein. Wie ich euch gestern schon angekündigt habe, wollte ich das nächste Projekt in Angriff nehmen. Und das nächste Projekt ist mit dieser Kaffeeschablone und diesem Stempelset von Action. Das habe ich schon, ich weiß gar nicht wie lange, also ewig schon. Da habe ich auf jeden Fall zwei Karten draus gemacht. Und ich mache mit euch zusammen aber noch zwei ATCs. Also ich habe einmal diese Karte gemacht. Ich habe es etwas dezenter abgestempelt mit so einem Grau von Versafine. Und haben mir aber gedacht, ich hätte es auch mit bisschen kräftiger machen können. Dann die Kaffeebohnen sind auch aus diesem Stempelset. Und auf die Idee hat mich eigentlich die Melissa gebracht. Also herzlichen Dank nochmal für die Idee. Und die passen perfekt zusammen. Und ich finde die Karte ideal für eine Einladung zum Kaffee, zum Frühstück, zum was weiß ich. Also da sind ja der Fantasie wieder keine Grenzen gesetzt. Und ich habe diese hier gemacht. Das Washi-Tape, nicht das Washi-Tape, das Transparentpapier. Das Vellum-Papier wollte ich eigentlich gar nicht hernehmen, aber ich habe meine Stempelhilfe. Ich nehme sonst immer die von Action und habe jetzt wieder mal die andere hergenommen und da war noch so ein Rest drinnen gelegen. Und dann dachte ich mir, perfekt, wir machen es einfach jetzt mal ganz anders, die Karte. Ich sehe gerade, der Kartenaufleger ist mir verrutscht. Es hängt da, es ist ein bisschen schief drauf, aber jetzt klebt er schon, jetzt kann man auch nichts mehr machen. Ich habe ja das Lineal gestern gekauft, letztens gekauft bei Action und da habe ich mir überlegt, ob ich jetzt diesmal das so ein bisschen anreiß. Also ich finde, die ist ganz nett geworden, die Karte, ein paar Rhinestones drauf und ich habe jetzt noch so ein bisschen Rest von diesem Vellum und das werde ich jetzt bei den ATCs aufbrauchen. Da ist mir nämlich noch eine Idee gekommen. Also das sind auf jeden Fall die zwei Karten und ja, dann fangen wir jetzt einfach an und machen zwei kleine ATCs draus. Da unten klebt auch. Ach, das ist ein Magnet. Stimmt, meine Magnete pappen auch überall. Ich stelle die da mal auf. Dann haben wir hier mehr Platz. So. Genau, dann nehmen wir hier wieder mein. Ich nehme das ja gerne her. Schauen wir mal. Mache ich das so rum drauf? Passen ja, passen beide drauf. Das ist perfekt. Dann würde ich nämlich das eine jetzt hier festmachen. So. Und im Anschluss gleich die nächste. Dann geht es nämlich im einen Aufwasch. Weil die Melissa und ich haben auch Privatkontakt. Und dann hatten wir letztens ein Projekt ins Auge gefasst und habe ihr das Papier gezeigt. Und dann hat sie mir gesagt, wenn ich die Schablone hernehmen würde, dann würde das ja perfekt zusammenpassen. Und da hat sie echt recht. Also die passen perfekt zusammen. Und wo habe ich meine Lineale? Ja. Deswegen machen wir jetzt noch zwei ATCs draus, damit ihr seht, also man muss nicht immer nur Karten machen, man kann auch passende ATCs dazu machen. Und ja. Also bei der Karte zum Beispiel habe ich den Glitzer, habe ich hinten so einen Glitzerrand gemacht. Den werden wir jetzt bei den ATCs auch machen, weil ich habe die schon zugeschnitten und alles. Und hier habe ich die Ränder geinkt mit meinem Distress Oxide Vintage Foto. Ja, noch nicht so viele Farben. Und deswegen, ja, ist meine Auswahl immer gering. Die Kaffeebohnen habe ich auch mit dem Distress gemacht. Und ich dachte, wir machen das jetzt einfach zusammen. Wo ist jetzt mein... Ja. Und mir macht das zurzeit alles so richtig viel Spaß. Und ich habe auch wieder, wie ich schon gestern erwähnt hatte, wirklich viele Ideen zu ganz vielen Projekten. Und ich bin echt froh, dass ich gerade wieder ein bisschen mehr Ideen habe. Ich habe zwar immer noch hin und wieder einen schlechten Tag mit dabei, wo ich so ein bisschen, ja, nicht schlechte Laune habe. So ein bisschen down bin, würde ich mal behaupten.
Ach, jetzt habe ich es falsch drauf gemacht. Na egal. Ich wollte die eigentlich hochkant machen. Aber ich glaube, das müsste. Ja, das geht auch hochkant. So, jetzt schauen wir mal, wie es ausschaut. Ob es schon reicht. Ich schmeiße hier den Rest einfach mal runter. Ja, ein bisschen am Rand vielleicht noch. Die Ränder noch ein bisschen. Also das ist. Genau. Dann machen wir erstmal alles sauber hier wieder. Wo ist mein Ding? Das ist halt schön bei den Distress, dass die wasserlöslich sind. Und falls jemand noch den Unterschied zwischen den Distress Oxide und den Distress Ink wissen möchte, ich setze euch das nochmal unten in die Infobox. Die liebe Tina hat mir da gesagt, was da der Unterschied zwischen den beiden ist. Und ich habe es einfach mal dann unter das vorletzte Video, glaube ich, schon gesetzt und setze es euch jetzt hier nochmal rein. Und es ist halt auch schön, weil die lassen sich richtig schön dann auch wieder sauber machen. Und nachdem ich ein bisschen umweltbewusst sein möchte, nehme ich auch immer diese Pads her. Die sind eigentlich fürs Gesicht zum Reinigen, aber ich finde, die sind für solche Sachen perfekt, auch für die Stempel. Ich nehme das sehr gerne her. Habe auch meine Wasserflasche hier stehen. Ich zeige euch die gleich. Genau, ich habe hier so eine Wasserflasche mit destilliertem Wasser. Und ansonsten mache ich es immer unter fließendem Wasser fertig, unter fließendem Wasser sauber, nicht fertig, und tue es dann mit meinem Mikrofasertuch, das gerade irgendwo ist, sauber machen. Ist nichts passiert. Ja, genau, so ist es. Dann räumen wir das schon mal weg. Dann, was sind wir denn hier? Dann habe ich mir überlegt, dass ich auf das eine, wie schon erwähnt, so ein bisschen Vellum an die Seite klebe. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich auf beiden Seiten, ich glaube, ich klebe auf beiden Seiten das Vellum drauf. Da brauchen wir jetzt doppelseitiges Klebeband, damit wir das dann fixieren können. Damit sie nicht gleich ausschauen, weil ich will die eigentlich immer unterschiedlich ein bisschen haben. Und aus dem Grund machen wir das so. Genau. Mal schauen, ob ich das. Ja, genau, das geht wieder so, dass man das genau umknicken kann. Dass es mit der Welle aufhört, dass also die Wellen immer ganz drauf sind. Noch ein Stückchen raufrutschen, damit ihr auch seht, was ich hier alles fabriziere. So, einmal. Ich habe hier auch noch so einen Kleber, wo mir mal gesagt worden ist, der ist sehr gut für Vellum. Der wäre anscheinend unsichtbar. Den wollte ich auch noch ausprobieren. Aber das, glaube ich, nehmen wir beim nächsten Projekt in Angriff oder beim nächsten Projekt, was ich mit Vellum dann gestalten werde. So. Dann kommt das noch auf die andere Seite. Genau, perfekt. So kann man auch die Reste, die man für solche Sachen bei solchen Projekten entstehen, kann man die dann auch noch verwenden. So. So.
Sollte man am besten immer vorher abschneiden, dann lässt sich leichter. Dann braucht man es danach nicht abschneiden. So. Dann habe ich, wie gesagt, schon zwei Hintergründe. Ich fand, die passten recht gut dazu. Und das andere werden wir dann so draufsetzen, ohne Welle. So, wo ist meine Rolle? Da hinten. Ich nehme die Rolle immer gerne her zum Festdrücken, zum gleichmäßig Festdrücken, damit sich auch der Kleber richtig gut verteilt. Dabei einmal. Also ich wollte jetzt eigentlich schauen, dass ich mindestens zwei, dreimal die Woche ein Video hochlade. Wochenende wird von mir nichts kommen, wie schon, schon öfters erwähnt. Wenn mein Mann zu Hause ist, dann habe ich so leichte Schwierigkeiten beim Aufnehmen der Videos. Und deswegen wird es nur unter der Woche Videos geben. Und am Wochenende werde ich mich dann meinen Aufträgen, die ich so bekomme, von meinen Bekannten und Verwandten widmen. Genau, jetzt haben wir die fertig. Ich brauche noch meine Stempelhilfe. Ach ja, das eine habe ich mit dem wie heißt denn? Stays On abgestempelt. Weil ich glaube, dass das auf Vellum, ja, Stays On war das, weil das auf Vellum, glaube ich, besser hält. Und genau. So, dann haben wir hier noch drei Stempel, drei verschiedene. Ich bin jetzt nur am Überlegen, ob ich nur den Kaffeebecher drauf mache oder auch einen Spruch. Ich glaube, ich möchte den Kaffeebecher mit dem Pünktchen gerne hier drauf vielleicht und unten den Spruch. Wir können ja beide Sprüche hernehmen. Was steht denn hier? Kaffee ist immer eine gute Idee. Genau. Wenn wir das so machen. Mal schauen. Dass wir das richtig drauf bringen, dass es nicht zu weit am Rand ist. Genau, das ist einmal. Dann machen wir auf jeden Fall den Kaffeespruch mit drauf. Und ich bin gerade wieder am Überlegen, ob ich glaube, ich nehme mal das Braun. Da habe ich nämlich auch die Kaffeebohnen damit abgestempelt und ich fand, die sind eigentlich ganz gut geworden. Weil ich am liebsten eigentlich in der gleichen Farbrange bleibe. Und das Schwarz, finde ich, das schaut schon ein bisschen zu extrem aus. Ja, das war keine gute Idee. Naja. Aber ich weiß, was ich mache. Wir nehmen jetzt erstmal das Braun. Obwohl, wenn man es ein paar Mal drauf stempelt, ein paar Mal drüber geht, deswegen am besten immer mit Stempelhilfe. Dann kann man da so oft drüber stempeln, bis einem das gefällt. Ich glaube, das gefällt mir jetzt so. Ja, nee, da oben bei dem Kaffeebecher, da fehlt noch ein bisschen. So. Mal schauen, ob ich die richtige Stelle getroffen habe. Nee, das mag irgendwie nicht. Ich glaube, wir gehen noch mal. Doch, das ist aber die Seite.
stempeln wir einfach noch mal drauf. So. Also irgendwie möchte diese Seite nicht. Jetzt hat er. Okay, das mit dem Braun ist doch nicht so schlecht. Eigentlich ganz nett geworden. Das war das. Und bei dem anderen würde ich wegen dem Vellum schon eigentlich nur in der Mitte stempeln wollen. Erstmal die Stempel wieder sauber. Genau. Kommen da noch ein paar Glitzersteinchen drauf. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, welchen nehmen wir denn? Wir nehmen den. Den Wellen. Der spricht mich gerade mehr an. Ich wollte eigentlich noch einen Teaser. Ich habe noch einen kleinen Trick. Damit man die Folien auch genau wieder so drauf bringt, wie sie jetzt drauf sind. Also die zwei. Das mache ich nämlich sonst auch immer. Ich habe es nur jetzt diesmal vergessen, sehe ich gerade. Mache ich immer ein Stück Teaser drauf. Ich weiß gar nicht, von wem ich den Tipp gesehen habe, den Trick. Das heißt, wenn man das jetzt nämlich komplett auseinander macht, dann bleibt es zusammen und es geht auch genau wieder so drauf, dass man dann beide genau übereinander hat. So, dann wie gesagt, nehmen wir den Kaffeebecher, den machen wir in die Mitte rein. Und da bin ich jetzt am Überlegen, erstmal schauen, ja. Bin ich wie gesagt am Überlegen, ob ich das wieder mit dem braunen Stempel oder ob ich das Grau wieder nehme. Ich glaube, wir nehmen das Grau. Jetzt werden manche sagen, nein, das Braun wäre besser gewesen. Vielleicht habt ihr recht. Vielleicht sollte ich das Braun wieder nehmen. Muss man halt ein paar Mal drüber gehen. Ich hätte jetzt auch das Distress Ink hernehmen können, weil das habe ich nämlich auch da, das braune, dann hätte man vielleicht, hättet ihr zumindest gleich den Unterschied gesehen. Ja, ich finde mit dem Braun, das schaut gar nicht so schlecht aus. Man muss halt ein paar Mal drüber gehen, aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja, passt perfekt. So würde ich das lassen. Stempel auch gleich sauber. So. Und dann würde ich so als kleines Highlight, wir haben zwar schon außenrum den Glitzerrand, aber ich würde trotzdem vielleicht noch ein paar Steinchen drauf machen. Und zwar auch in der gleichen Farbe oder in der gleichen Farbrichtung. Und dann nehmen wir am besten die ganz kleinen. Würde ich da vielleicht in jede Na, da vielleicht nur in eine Ecke und hier vielleicht in jeder Ecke. So. Ups. So, das war jetzt meine Idee mit dem. Na, wo ist der jetzt her? Ach, von der Rückseite. Stimmt, da habe ich auch noch welche. Das war jetzt, wie gesagt, meine Idee mit der Schablone. Die ist von Nelly's Choice. Die hat auch ganz tolle Schablonen. Und dem Stempelset von Action. Ich meine, da eignet sich auch jeder andere Stempelset, aber das ist mir
ja, das habe ich verschenkt und dann hat mir die Melissa gleich gesagt, was sie so damit machen würde und dann habe ich mit ihr geredet und hat gesagt, ja, das ist eine gute Idee und ja, das sind jetzt meine Karten und ATCs. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich hätte besser machen können oder ob es euch so gefällt. Das finde ich jetzt schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen zu schwarz, aber wie gesagt, mit dem Vellum bin ich mir vorsichtig, ob das da richtig funktioniert hätte. Genau, ich wünsche euch jetzt was. Heute ist Freitag, einen schönen Freitag. Es ist schon wieder Freitag. Es ist echt gespenstisch. Ein schönes sonniges Wochenende. Zuerst einen schönen Wochenendstart. Ein schönes Wochenende. Bleibt mir alle gesund. Bis zum nächsten Video. Servus.